Hallo, guten Abend, die Damen, guten Abend, die Herren. Recht herzlich willkommen zu Franks Keyboard-Sprechstunde. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und bitte bleibt mir es auch. Bleibt mir alle gesund und bei der Musik erhalten. Genießt eure Instrumente, bleibt schön daheim und macht Musik. Ich habe heute mal wieder geschrieben, bitte gleich die Fragen reinstellen. Wichtig ist mir nur, dass er sie nicht gleich im Thread selber beantwortet. Sonst weiß ich nicht, welche wurde schon beantwortet, welche nicht. Ich würde die jetzt schön der Reihe nach beantworten. Deswegen legen wir da einfach gleich mal los. Ganz oben habe ich die Frage gesehen, die Volumen ändern sich. Erstmal natürlich danke an alle Supporter und Unterstützer, die mir sozusagen immer die Stange halten und immer mal auch eine kleine Spende machen. Wie gesagt, auch Instrumente, was verfügbar ist, liefere ich euch gerne und helfe gerne mit Seminaren, Workshops, alles, was ihr braucht, um noch mehr Spaß zu haben an eurem schönen Keyboard. So, jetzt gehe ich die erste Frage durch. Ein Musiker wird gesucht in einer Musiker in Zauberfeld weiß, aber da suchen wir mal parallel noch weiter. Der Wolfgang schreibt als erste Frage, die Volume R123 ist beim Wiedereinschalten des Geräts oftmals leiser als vorher abgespeichert. Ich muss dann mit den Tasten oder Schiebreglern nachjustieren. Da würde ich jetzt sagen, das kann sein, wenn keine Startregistrierung angewählt wird, weil das Aktivieren einer Startregistrierung ist im Keyboard als Default nicht vorgesehen. Heißt folgendes, ich schalte mein Keyboard ein, drücke meine erste Registrierung, in der ich mein Startprogramm eigentlich drin habe und fertig. Und dann bleibt es genau so, da muss ich von Hand nichts ändern. In dieser Startregistrierung habe ich das definiert, was ich drin haben möchte. Ihr seht jetzt hier, wenn ich mal kurz groß mache, hier habe ich jetzt meine Allerwelts-Definition hier drin. Das wäre jetzt eine Variation, die für einen Live- und für einen MIDI-Spieler taugt. Für die Hi-Drum müsste ich Keyboard Harmony Arpeggio noch einschalten, weil sie sagt, ist wichtig. Eigentlich braucht ein normaler Style-Spieler auch nicht MIDI-Song und Audio-Song. Aber einfach das mit reinspeichern, dann habe ich meine Voice-Volumes wunderbar mit definiert in meiner Startregistrierung und danach bin ich glücklich und kann meine Sachen spielen und muss nichts mehr regulieren. Wichtiges Thema zu Volumes. Bei den Keyboards habe ich das Thema, dass ich mehrere Volumes anpassen muss. Und das Problem ist, dass der typische Musiker ein Lautmacher ist und kein Leisermacher. Das heißt, man will immer lauter machen und Problem ist, der Regler hört bei 127 auf. Auch 1000 wird nicht reichen und 5000 auch nicht. Deswegen bedenkt einfach, dass das, was zu störend ist, auch leiser gemacht werden kann. Ihr seht, wenn ihr die normalen Mixings anguckt, ich gehe gerade mal vom Display raus auf den Standardmixer, dann haben wir eine Definition, die um die 100 ist. 100 ist der logarithmische Wert sozusagen, halbe Lautstärke. Das heißt, ich habe den gleichen Lautheizwert nach oben wie nach unten, auch wenn der Wert von 100 bis 127 geringer ist wie von 100 auf 0. Aber das heißt, ich verdopple die Lautheit. Das heißt, idealerweise habe ich einfach eine Nullstellung. Wenn ich alles auf 100 abgemischt habe, habe ich wunderbar 0 dB und kann wunderbar lauter und leiser machen. Deswegen alle, die dann hier die Regler bis zum Anschlag oben haben bei 127, können euch nie mehr einen sauberen Mix machen, weil einfach kein Headroom mehr da ist. Es ist keine Möglichkeit mehr, etwas zu definieren oder hervorzuheben. Gut, ich hoffe, die Frage war damit erschlagen, Wolfgang. Wie gesagt, wichtig, mach das in eine Startregistrierung rein und wenn du die drückst, muss automatisch alles stimmen. Es gibt keine Default-Einstellungen in keinem Yamaha-Keyboard, die einen Aufruf einer Startregistrierung ersetzt. So, dann kommt gleich die nächste Frage. Hab mir Yamaha-Seite Best of Europe heruntergeladen, gleichzeitig noch eine Datei, Church and Xmas, die ich aber nur einmal nach dem Einschalten sehe. Dazu folgendes. Es gibt jetzt ja sehr, sehr viele, da muss ich das Bild sogar groß machen. Es gibt jetzt ja sehr, 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 sehr viele Pakete, die man jetzt da so kostenlos in so ein schönes Keyboard reinladen kann. Ich habe jetzt hier mal die Kollektion hier ausgedruckt. Da sind jetzt zwei Symbole öfters drauf, muss ich kurz erklären. Blackbox sind die Diebach-Aufrufklänge und unten die V3 sind die Yamex-Aufrufklänge. Aber die ganzen anderen Piktogramme, die ihr hier seht, sind die kostenlosen Pakete, die ihr in eure Keyboards reinladen könnt. Die hier jetzt in dem Fall für den Genus, aber auch für SX, für Tyros 5, für alle Yamaha Expansionsmanager unterstützten Instrumente. Wichtig einfach, einladen heißt, ich mache eine Installationsdatei fertig, speichere die auf einen USB-Stick im Computer, packe das in mein Keyboard rein,
drücke in meinem Keyboard den tollen Knopf, Menü 2, Expansion, sage Pack-Installation und dann wird von meinem USB-Stick die Installation in mein Keyboard reingeladen. Aber diese Installation ersetzt natürlich, was ich vorher drin hatte. Das heißt, wenn ich jetzt schon Klänge drin hatte oder Pakete, ich gehe gerade mal kurz drauf, dass wir da das mal sehen. Ich gehe jetzt auf mein Expansionspaket mal. Unter User Expansion wird der Ordner angelegt. Hier seht ihr jetzt meine bei mir installierten Pakete. Die bleiben drin, die gehen auch nach dem Ein- und Ausschalten nicht weg. Ich muss nur wissen, was ich aufrufen möchte und was in welchem Paket enthalten ist. Klänge sind in jedem Paket enthalten, Styles auch in den meisten, Registrationen in vielen. Aber ich habe jetzt hier auch natürlich reine Klangpakete drin. Da könnt ihr unter Styles nichts sehen, aber ihr seht links oben right Voice. Das heißt, jetzt werden Voices angezeigt. Wenn ich auf Cumbia Genus sehe ich wunderbar meine Klänge dazu. Das heißt also, du musst im YEM, lieber Rolf, einfach deine Pakete einladen, aktivieren mit einem grünen Haken. Und wenn dann eine Installationsdatei gemacht wurde und so installiert, wie ich es gerade gezeigt habe, bleibt es dauerhaft drin. Wenn du nur Styles oder Inhalte kopierst, die in dem Paketinhalt beim erstmaligen Einladen drin waren und dann vielleicht auf dem USB-Stick überspielt worden sind oder was auch immer, hast du nicht die volle Funktionalität und vor allem keine immer gleichbleibende Adressierung und die Pakete oder das Nutzen der Pakete wird nie mit Freude gekrönt sein, um es vorsichtig zu sagen. So, dann gehe ich gleich mal die nächste Frage weiter. Ich hoffe, Rolf, das war für dich soweit erklärt. T5, Rolf, genau, also passt auf alle Fälle. Mit mir eingeladen. Heinz schreibt das Gleiche, wie kann ich installieren und ein Soundpack laden und ins Genus. Genau das Gleiche, was ich gerade erklärt habe. Wunderbar in den YEM reingehen. Was ihr hier jetzt bei mir in meiner Soundliste seht, ich habe jetzt hier die Programmnummern daneben noch aufgerufen. Da, wenn ihr schon was installiert habt in eurem schönen Keyboard und ihr einfach ein YEM zum ersten Mal vielleicht bedient und jemand hat euch schon was eingeladen, dann kann sein, eure Registrationen, die jetzt zum Beispiel das Akkordeon Max auf der 063-009-004 ganz links oben aufrufen und in eurem letzten Installationspaket war das nicht auf der 009-004, sondern auf der anderen Adressierung drauf. Oder gar nicht aktiviert, weil es vielleicht der grüne Haken nicht gesetzt war, dann wird die Registrierung nicht gefunden. Deswegen habe ich heute die FAQ aktualisiert bei mir in der genus-profi.de Seite. Da steht drin, was ihr zu beachten habt. Ich mache mal den wichtigen Durchlauf. Wer mit dem YEM arbeitet, der muss wissen, dass es hier eine überbelichtete Seite gibt, so wie mir es ausschaut. Das ist jetzt der YEM-Ausschnitt und oben gibt es einen Button, der heißt, sagt Pfeil rechts, Change Select LSB. Und wenn ich den wähle, dann kommt eine schöne Tabelle raus, die auch relativ überbelichtet hier aussieht mit meinem hellen Licht. Und da habe ich Zahlen drauf. Und zwar die Zahlen von 000 bis 127. Das sind die Adressierungen meiner Premium-Pakete. Wenn ich damit arbeite, muss ich einfach wissen, was ich damit arbeite. Das heißt, ich habe ja Pakete eingeladen, dann kann ich die aktivieren und sagen, ich möchte die nutzen. Wir haben alle einen begrenzten Speicher in den Keyboards, das heißt, alle eingeladenen Sachen sind vielleicht nicht nutzbar, aber macht eins, löscht in dem YEM keine Daten raus, sondern wenn ihr mal was macht, dann deaktiviert ihr die, aber die Adressierung der Pakete bleibt dann zumindest identisch. Viele haben ja Crash-Probleme, dann geht der PC nicht mehr, müssen die YEM neu installieren und dann ist wichtig, dass sie diese Tabelle einfach haben. Die habe ich als Grafik auch besser sichtbar auf Genus Profi hochgeladen, hoffe ich, wie jetzt hier in meinem hellen Druck. Aber ohne diese Adressierung gehört ihr der Katze nicht aus. So. Jetzt, wunderbar. Ohne der Adressierung gehört ja der Katz. Also ganz, ganz wichtig, dass er unbedingt das bedenkt. So, das trifft, wie gesagt, den Ralf, genauso wie den Heinz, eigentlich alle. Bitte macht es mit Obacht.
Ich habe jetzt wieder ganz viele, die sagen, wie kann ich die Sachen auslesen aus meinem Keyboard? Mein Yem ist abgestürzt, mein Computer ist abgestürzt. Kein Mensch kann das auslesen. Ihr könnt es nur ablesen, so wie ich es jetzt am Keyboard mache. Das heißt, ich habe hier meine Adressierung und sehe einfach die Zahlen, die Bankzahlen, die ich hier definieren muss. Das heißt, wenn ich jetzt mal in ein anderes Paket gehe und sage Celtic Genus, dann sehe ich hier wunderbar Yamaha, das auf die 008, 0, 035, 045. Ihr seht die Adressierung der Voices. Aber glaubt mir's, das ist eine Straf- und Sklavenarbeit von Hand, die Adressierung der Pakete rauszusuchen, die in eurem Keyboard drin sind. Ich habe das schon für Kunden auch gemacht, aber es macht keinen Spaß. Deswegen installiert immer per USB-Stick, dann wisst ihr, diese Datei, wie sie auf dem Stick ist, ist im Keyboard. Installiert immer als CPI-Datei, niemals per CQI, was eine inkrementelle Ergänzung ist, weil ich schwöre euch, ihr habt wunderbar immer per CQI im Schnellmodus gemacht und irgendwann habt ihr die Basis, die erste Installationsdatei, findet ihr nämlich nur noch eure CQI-Dateien, dann könnt ihr das Ding gerade komplett löschen und von null anfangen, weil ihr einfach keine Grundinstallation habt. Deswegen vom Yem immer CPI installieren, nicht CQI. Die Zeit, die 20 Minuten kann man sich nehmen, weil das Leben macht danach einfach viel, viel mehr Spaß. So, jetzt habe ich 3, 4 von den Fragen, hoffe ich doch, beantwortet. Heinz habe ich auch. Ja, jetzt hoffe ich, ja, also auf die Schnelle würde ich sagen, ich habe die meisten schon begrüßt, habe ich noch nicht alle. Gruß an die ganze Welt natürlich. Aber da haben wir es. Steils Referenzlisten. Schreibt hier der Wolfgang noch in dem Praxisbuch. Referenzlisten Steils. Wir haben bei Tyrus 5 schon eine Verknüpfung, wo eine Empfehlung zu Styles, zu Liedern, die Verknüpfung über den Music Finder war das. Ich vermute, das ist das, eine Liste einzuladen, ansonsten außer Music Finder Liste gibt es beim Tyrus 5 nicht. Und das war einfach eine Empfehlungsliste zu diesem Lied, könnte dieser Style passen, aus dem man dann eigene individuelle Registrierungen machen konnte. Gut, jetzt gucke ich mal, Schwin. Ja. Nee, das, ich hoffe, das Thema habe ich soweit durch. Jetzt würde ich gerade mal die Listen weiter durchgucken, was wir denn heute noch für schöne Fragen haben. Also, Yem, ganz große Nummer, ne? Wichtig, seit Montag, letzte Woche, wenn ich es richtig weiß, sind jetzt ja die ganzen Pakete einfacher downloadbar. Das heißt, ihr müsst nicht mehr auf den Yamaha-Shop gehen, sondern ihr geht einfach nur auf den Link, den ich vielleicht auch gleich nochmal hier reinhau. Und dann könnt ihr alle Pakete runterladen, könnt ihr in den Yem einladen. Aber wie gesagt, wichtig, situationsbedingt beobachten, ob ihr schon was drin habt. Dann könnt ihr reinladen, was ihr wollt. Wenn ihr noch nichts drin habt, wenn ihr schon was drin habt, was registriert ist, verwendet wird, wenn Voices aus Paketen zum Beispiel in MIDI-Files genutzt werden und ihr setzt die Pakete auf eine andere Adressierung, dann werden die MIDI-Files ja ins Nirvana gehen. Passt einfach auf, was ihr da macht. So, jetzt geht's hier weiter. Der Manfred schreibt noch, genau, ist es möglich, wenn schon MF-Dateien im Genus vorhanden sind, weitere MF-Dateien dazu zu laden? Jetzt hoffe ich, dass meine hypothetisch wahrsagerische Fähigkeit aus MF-Dateien MIDI-Files vermuten lässt. Sollte es der Music Finder sein, der auch MF hat, auch das würde natürlich gehen. Also egal, welche MF-Dateien hier gemeint sind, Manfred, es kann immer wieder was Neues eingeladen werden. Die Music Finder-Datei, die eingeladen wird in den Genus, generiert er automatisch eine sogenannte Playlist, sprich legt aus jedem Music Finder eine Registrationsbank mit einem belegten Platz auf der 1 an. Und MIDI-Files können natürlich auch frei kopiert werden. Da noch ein ganz wichtiges Thema, wenn es heißt, ja, Pack-Installation, es wird überschrieben, meine Sachen sind vielleicht weg. Pack-Installation löscht den Pack-Installationsspeicher und sonst gar nichts. Weder die User werden angegriffen, noch was auf dem USB-Stick ist. Also macht euch keinen Kopf. Wenn ich bei Expansion jetzt schon nichts sehe, dann kann nachher nicht weniger drin sein. Und wenn es Pakete sind, die nicht jetzt irgendjemand einmalig gemacht hat und danach verstorben ist, die nicht mehr existent sind, dann kann man eigentlich alle Pakete wieder bekommen. Entweder muss man sie per Lizenzen kaufen, wenn es bezahlte Sachen sind, oder es sind gar kostenlose, dann kann man die Daten einfach wieder einladen. Und da macht euch bitte einfach keinen Kopf. Der Günther schreibt noch,
Wie es mit Online-Zeitverschiebungen ist, wegen dem gemeinsamen Aufzeichnen oder gemeinsamen Musik machen. Jetzt haben wir einen Kollegen, der vielleicht auch zuguckt, der Thomas, der macht gerade online gemeinsames Musizieren in der Hochschule Düsseldorf, machen die gerade so Forschungen. Jetzt gibt es 2, 3 neue Tools und Programme, die einfach für das System mit kleiner Latenz, also kleiner Verzögerung, gemeinsames Musizieren erlauben. Aber ich vermute, so wie du schreibst, über deine Audiokarte und dein Tyros 4, wenn du normal aufzeichnest oder streamst, so wie ich bin verzögert, aber ich habe die Verzögerung von Bild und Ton gleichzeitig. Das heißt, eigentlich müsste meine Lippensynchronität fast funktionieren. Und auch wenn ich abends ARD und ZDF gucke, die ja auch nicht die schlechtesten Sender sind in Sachen Technik, haben die auch eine kleine Latenz. Das heißt, auch hier habe ich eine leichte Sprachlatenz. Wenn ich aufzeichne gemeinsam, ist die Latenz eigentlich nicht dramatisch, weil ich zeichne versetzt auf und kann einfach im Nachhinein die Zeitbasis wieder korrigieren. Das heißt, ich komme wohl zu spät, weil ich erst das Signal höre, aber in meinem Mehrspuraufnahmegerät habe ich genau die Millisekunden, merke ich genau, wo ich liege. Wenn ich schwankende Latenzen habe, die natürlich sehr weit gehen, ist es relativ aufwendig, aber bei einer normalen Standardlatenz, und wie gesagt, jetzt werden gerade die ersten Programme in Zeiten von Corona, wo wirklich Musiker gemeinsam aus aller Welt gemeinsam aufzeichnen können. Unser Jonas macht ja mit der Kollegin von Fools Garden live gemeinsam, rein per Internet, ohne Latenzen. Aber die haben sich da auch einfach verschiedene Systeme durchgetüftelt und machen das recht professionell natürlich. Aber ich hätte gesagt, du machst einfach deine Aufnahmen, wie sie sind. Und die nachträgliche Bearbeitung korrigiert einfach die Zeitbasis und damit passt es. Gucke ich, ob einer zwischen rein noch schreibt. Es gibt ein paar interessante SX900 Expansion Pakete. Kann man diese auch im Genus laden? Also es gibt Pakete ohne Ende vom PSR 340. Das ist so ein Einsteiger-Keyboard gewesen von vor 20 Jahren mit den Altstyles. Viele Pakete sind optimiert für die Instrumente gemacht worden. Das heißt, gibt es dann für Genus, gibt es für SX und fertig. Ich kann natürlich manche Pakete einladen, solange der JEM das zulässt. Manche Pakete lässt Yamaha zu, die einfach auch älter oder schlechter, wie auch immer sind. Aber bei manchen kommt einfach die Meldung, dieses Instrument, auf diesem Instrument kann dieses Paket nicht installiert werden. So ist zum Beispiel auch das Superior 2.0 Paket vom Genus nicht auf dem SX900 installierbar und manch andere Pakete auch nicht. Inzwischen finde ich, gibt es sehr viel und zwar mehr als genug, weil alle Pakete, die es jetzt gibt, passen gar nicht in den Genus rein, in die 3 GB und auch in 4 GB würde es ja nicht reinpassen. Das heißt, es gibt mehr Pakete, wie eigentlich nutzbar sind, parallel. Wichtig, wie gesagt, hier nochmal mein Tipp, alle schön in den JEM reinladen und einfach aktivieren und die Adressierung nicht verändern und einfach einen Screenshot davon machen, wenn euch der Computer abgekackt ist, kein Problem, die Einladereihenfolge wieder beachten. Auch mein Tipp, den ich jede Woche sage, der aber wichtig ist, diese Sortierung im JEM ist alphabetisch, und zwar die Grafiken. Die Sortierung des JEM in der LSB-Liste ist nicht alphabetisch, sondern nach Einladereihenfolge. Und diese Falle, muss man wirklich sagen, die muss man einfach umschiffen, dass man weiß, Grafikanzeige alphabetisch entspricht nicht der Einladereihenfolge. Boah, habe ich gerade laut reingeboostet, sorry, Entschuldigung. So. Ah, der Karl-Heinz schreibt auch einladen, genau. Wie gesagt, theoretisch gibt es einen Style-Export. Das heißt, es gibt Tools, die aus dem Expansionspaket die Styles rausnehmen. Aber wenn ich aus dem SX900-Paket Styles nutze, die SX900-adressierte Klänge nutzen, funktionieren die nämlich auch nicht prächtig in einem Genus. Dementsprechend muss man da einfach eventuell Kompromisse machen, wenn es auch wirklich Styles sind, wo man sagt, manche wollte ich unbedingt nutzen, kann man das natürlich probieren. Gleich Style-Exporter heißt das Programm, müsste ich noch gucken. Aber für diesen Fall. So. Gibt es eine Taste, die einen Grundton spielt und daraus gleichzeitig einen Akkord macht? Ja, Singlefinger. Das heißt, du hast eine Begleitautomatik. Wenn ich jetzt mal gerade kurz auf Display gehe, ich drücke einfach mal die Taste Direct Access und ACMP und dann habe ich unten
Chord Detection. Ich mache meine Fresse mal nach oben. Chord Detection und Fingering Tip. Und wenn ich hier jetzt einfach doppelt draufklicke, das gibt es bei jedem Keyboard, dann kann ich hier jetzt wählen Single Finger. Und wenn ich Single Finger habe, habe ich eine Erkennung mit einem Finger. Das heißt, mit einem Ton, den ich spiele, habe ich meine Begleitautomatik. Und es geht wunderbar, auch bei dir am Tyrus 3, Dominik. Einfach wählen, dann hast du wunderbar den Grundton, die linke Taste neben dem Akkordton, den du machst, und dann hast du Moll. Ich empfehle, wie vermutlich die ganze Welt, eigentlich Fingerit oder AI-Begleitautomatik mit drei Fingern zu lernen, weil ich dann einfach musikalisch weiterkommen kann. Aber bevor man gar nicht mit dem Keyboard schnell vorankommt, ich habe auch schon Leute gehandicapt gehabt, wo einfach auch Fingerproblematik da ist, dann ist natürlich besser, man spielt mit Singlefinger, wie dass man gar kein Keyboard spielen kann mit einer Begleitung. Ich hoffe, das ist für dich soweit erklärt, Dominik. Einfach melden. Auf der Geno-Seite die 35 Styles, die es kostenlos gegeben hat, das war die Aktion Weihnachten letztes Jahr, die ich dachte, sie wäre dieses Jahr nochmal aktiviert worden, genau. Das sind die SX-Styles, die es eh kostenlos gibt zum Download. Aber ich vermute, Kollege oben meinte einfach ein paar andere Pakete, die da für das SX speziell gekommen sind. In meinem SX600 kann ich nur 100 MB speichern. Warum sind einige Pakete mir mit einem grauen Haken versehen? Grauer Haken kann verschiedenes sein. Also ausgegraut heißt, Teile sind entweder nicht einladbar oder sind schon bereits enthalten. Das heißt, wenn ich teilausgegraute Sachen habe, kann sein, dass Parameter davon im Keyboard schon drin sind. Deswegen kann ich die nicht ein zweites Mal reinladen. Oder was ich bei deinem SX600 vermute, dass die einfach nicht einladbar sind. Das heißt, wenn du keine Aktivierbarkeit der Pakete hast, 100 MB, ist natürlich kritisch, weil hier bei der Liste sind schon Pakete, die schon mehr wie 100 MB haben. Deswegen muss man da einfach gucken. Nach dem Download sortierst du die bitte einfach nach der Größe. Und dann siehst du ja genau, was auf 100 MB plus minus reingeht. Und dann haust du die rein und probierst mal aus, welche da passen und Spaß machen. Ich habe das Lautsprecherset für meinen Genus. Ist es möglich, die kleinen Boxen als Monitor zu nutzen und statt des Subwoofers? Nein, das geht natürlich nicht, lieber Dirk, weil im Subwoofer ist auch der Verstärker der Top-Teile eingebaut. Das heißt, du kannst es nur in einem Stück verwenden. Wenn du sozusagen das Kabel vom Bass rausziehst, gehen auch die Hochtöner nicht. Die sind nur mechanisch durchgeführt, die Kabel, wie früher beim Tyros. Das heißt, im Bass kommt ein Audiosignal an, was per Sub-D-Mini, per Mini-DIN-Kabel runtergeht. Unten wird es verstärkt auf die zwei Hochtöner und auf den Basslautsprecher. Das heißt, es funktioniert nur an einem Stück. Kann man so als Kontrolllautsprecher mitnehmen, mit dem Bass natürlich. Aber einzelne Komponenten kann und sollte man nicht tauschen, da es einfach nicht funktioniert. Und wenn es funktioniert, gibt es keine klangliche Verbesserung, höchstens eine Veränderung. So. Stimmt es, dass Yem mit MacOS Big Sur nicht kompatibel ist? Michael, ich habe dir das schon bei Facebook geschrieben. Ja, es stimmt definitiv aktuell. Ich arbeite hier jetzt mit meinem aktuellen Rechner, mit dem ich gerade streame, auch mit Catalina. Apple hat wahnsinnig viele Features in das Big Sur reingepackt, aber natürlich auch viele Sachen über Bord geworfen. Für mich ist die VPN-Problematik, die im Moment mit dem Big Sur nicht funktioniert, das Hauptkriterium gewesen. Ich habe jetzt wochenlang mich auch ein bisschen geärgert, weil meine Lieblings-Core-Tracker-App mit meinen schönen Funk-MIDI-Empfängern, mit meinen Yamahas und VIDI-Funk-Empfängern nicht funktionierte mit dem iOS 14.2. Und jetzt hoffe ich einfach, dass so wie bei der iOS-Variante, wo die 14.3 wieder alles funktioniert, einstecken geht, ohne Murren, ohne Probleme. Einer hat jetzt auch geschrieben, er hat Probleme im Updaten von einem MIDI-Stick. Ich bin ehrlich, es ging nicht immer gleich aufs erste Mal. Man muss schon mal verbinden oder unterbrechen, bis er es wieder neu erkennt. Aber bis jetzt habe ich mit dem iOS-Device, iPad oder iPhone eigentlich das immer hinbekommen. Ich hoffe einfach, dass Apple mit dem noch nachlegt und das Big Sur nochmal abgedatet wird, auch in Sachen Datensicherheit, VPN und klar, 64-Bit-Systeme. Es wird natürlich ein Update geben müssen von Yamaha da einfach zu mir, weil ich bin ehrlich, auf dem Mac geht es in Blitzegeschwindigkeit im Vergleich zu meinem PC. Mit dem Yem zu arbeiten, ist da richtige Freude.
Und das wäre schade, wenn der nicht mehr laufen würde. Aber da ist entweder Apple am Zug oder Yamaha. Aber mein Tipp, ich habe Big Sur drauf gehabt, einen Tag, und habe per Time Machine sofort ein Downgrade gemacht. Hat mal eine Nacht gedauert wegen mir, aber jetzt habe ich wieder mein Catalina auf meinem anderen MacBook drauf. Auf dem zweiten habe ich schon gar nicht das Big Sur Update gemacht. Vielleicht kann der eine oder andere, der schon Big Sur Guru ist, vielleicht ist auch der Jens wieder am Ohr. Lieber Jens, ich weiß, du bist schon Big Sur User mit super neuem Mac und läuft auch auf Logic bei dir schon. Vielleicht kann da einer mal noch was kommentieren dazu, wie seine Big Sur-Erfahrungen sind. Meine waren so, dass ich sofort zurückging auf Catalina. Gut, was haben wir denn noch? Gibt es für mein Keyboard ein neues Update? Liebe Ingrid, meines Wissens nicht. Also die PSRS-Serie kam auf den Markt, dann gab einmal oder zweimal ein Mini-Update hinterher. Funktionierten, gab keine Bugs, keine Fehler und deswegen müssen die auch nicht aktualisiert werden. Aber auch für dich gibt es natürlich die Möglichkeit von den neuen Paketen, neue Klänge, dass man einfach guckt, ob du noch ein paar andere Pakete rein willst, welche drin sind bei dir, ob man das aktualisieren soll, weil die kostenlose Pakete, wie gesagt, gibt es ganz viele für eigentlich fast jedes Instrument. Nur Speicher natürlich sind limitiert. Je größer das Keyboard, desto größer der Speicher. Gut, dann habe ich die Ingrid. Ich habe Paket Bella Italia. Das Bella Italia Paket, also es heißt ja immer verschieden. Bei der anderen heißt es Colors of, bei Iberia, bei Italien heißt Greetings from. Und es gibt ja auch für die Genus und für Tyrus Variante 1, Variante 2. Jetzt hat er gesagt, er will nur die Variante 2. Jetzt gucke ich natürlich aber rein und sehe, dass in der V1 auch andere Styles sind. Das heißt, V2 heißt nicht nur neuer, sondern auch anders. Und viele von denen Pakete mit den Greetings oder Seasons from, also die europäisch orientierten, sind so klein, da kann man wirklich auch 2, 3, 4 Stück reinpacken und auch die Colors of Iberia in der Variante 1, 2 reinmachen, wie die Italiener auch. Rumänien, alles, was halt dem Musikgeschmack des Spielers entspricht. Bei den Effektregister über Tasten 4 sind nur 10 Speicher möglich für veränderte Voices. Wo kann man weitere Voices speichern? Also du kannst unendlich Voices speichern. Du kannst jede Voice einfach nehmen und saven auf einen User oder also auf einen USB-Stick. Meine Maxime ist ja, speichert alles auf einen Stick, dann funktioniert es ein Leben lang und ihr habt keinen Stress. Du kannst unendlich speichern. Das heißt, Voices editieren und als User-Voice einfach komplett abspeichern. Gibt es keine Limitierung, unendlich viele. Ach, bei den Effektregistern. Die sind limitiert, da können wir nicht mehr machen. Ich dachte jetzt die Voices, Speichermöglichkeit über veränderte Voices, also einfach die Voices speichern, so wie ich es gesagt habe. Die Effekte selber haben ein Limit. Du kannst mir sagen, wo ich MIDI-Files mit Texten loaden kann, die nicht zu teuer sind. Es gibt viele gute Hersteller. Die Hydron ist vielleicht auch hier am Rand zu hören, soundwonderland.de. Je nachdem, was von Musikrichtung, die Kollegen von d-o-o.de, der Mann im Pichler hilft damit, macht tolle Sachen. Die Kollegen von Midiland, ein ordentliches File kostet einfach Geld, nur einfach mal realistisch. Das kann nicht nichts kosten, sonst taugt auch nichts. Da ist oft eine gesteuerte Vokalistenspur drin, eine optimierte Notenanzeigspur, dann noch ein top arrangiertes Lied dazu, perfekt optimierte Voice-Auswahl. Das heißt, so ein Lied kann schon mal kosten 10. Früher waren ein File auch bis 15, 17 Euro. Aber in dem Bereich muss man einfach investieren, wenn man ein gutes File will. Ich empfehle auch Qualität. Man braucht keine 18.000 MIDIs auf der Kiste, die alle nach Müll klingen, sondern einfach Lieder, die man auch noch in einem halben Jahr kennt und die in guter Qualität so einen Tag fliegen. Braucht man eigentlich gar nicht machen, aber da habe ich schon mit dem Kollegen von Midiland gesprochen und gesagt, ihr braucht jetzt eigentlich nicht unendlich Lieder machen in der Corona-Zeit, weil da sind jetzt Hits dabei, die, wenn es dann losgeht, hoffentlich bald Frühjahr, Sommer, da niemand mehr hören möchte oder vielleicht auch jetzt schon niemand hören möchte. Gut, da Deo, da steht es genau, das habe ich ja gesagt. Brauche ich ein besonderes Kabel, um mein Tablet anzuschließen und wenn, wie
wie schließe ich dieses Tablet an? Das Tablet oder die Tablets, die an Keyboards angeschlossen werden, werden ja meistens zur Steuerung verwendet. Das heißt, ich steuere auf dem Tablet was, was das Keyboard dann aufruft. Zum Beispiel habe ich ein Registrationsprogramm, ob das Mobile Sheets Pro ist, Songbook Plus oder OnSong. Das wären die drei, die mir gerade auf die Schnelle einfallen. Dann wähle ich das Lied und mein Tablet an, tick, und der schaltet dann automatisch die passende Registrierung zum Beispiel für mich ein. Dann kann ich das jetzt verbinden per USB. Je nach Hersteller habe ich direkt ein USB-Kabel bei Android. Beim Apple-System nehme ich einfach den sogenannten Kameraadapter. Wenn ich per USB normal rein möchte, wenn ich per USB on-device rein möchte und kann das direkt verbinden, kann es aber auch per Funk verbinden, wenn ich das möchte. Das ist eher oft der Fall deswegen, dass man parallel die Spannungsversorgung erhalten möchte, dass manche Adapter die Buchse belegen, mit der auch eine Spannung gemacht wird. Dann gibt es wohl die Powerbanks dazu oder die Powersysteme von IK, Media und wie sie alle heißen, um nur die Spannung des Tablets zu erhalten während des Betriebes. Aber da kann, bin ich ehrlich, ich glaube, ein Funkadapter kostet weniger wie ein Zusatznetzteil, was die Buchse wieder freimacht von so einem iOS-Gerät. Aber mehr muss man nicht machen. Dann habe ich die Verbindung zur Steuerung gemacht und kann einfach bidirektional, entweder ich wähle die Registrierung auf und habe meine Noten oder meine Leadsheets oder was ich mir anzeigen lassen möchte auf meinem Tablet, oder andersrum, ich wähle das Lied in meinem Tablet und habe die passende Registrierung an meinem Keyboard. Und das geht bei der SX und bei der Genus sehr, sehr einfach. Bei der anderen muss ich einmalig die Adressierung eingeben, was aber auch eine dreistellige Zahl ist und machbar ist, und eine Sortierung von 512 Registrierungen. Ich meine, mit 512 Registrierungen kann man recht lange Musik machen. So. Kann ich, kennst du eine Möglichkeit, ein Multibit, das auf einer selbsterstellten Voice mit selbsterstellten Samples so zu speichern, dass es einfach auf ein anderes Gerät übertragbar ist? Nein, das kann nicht gehen, weil ein Multibit ein MIDI-File ist. Und das MIDI-File kann ja deswegen, entweder hat es eine Verknüpfung auf Audio-Samples, also Audios, aber im MIDI-File selber sind nur Steuerdaten enthalten. Das heißt, es kann ohne Zutun auf keinem anderen Keyboard gehen, auch nicht auf dem gleichen Typ. Sprich, wenn ich das auf meinem Genus gemacht habe, geht es auch auf keinem anderen Genus. Ich muss auf dem anderen Genus genau die gleichen aufgerufenen Parameter wie die Voices oder die Sampled Voices oder die Sample Loops oder Audiosong oder normale, egal was ich im Multipad aufrufe, es muss in eine andere Kiste drin sein, dass es genauso klingen kann. Definitiv. So. Boah, heute kommen aber Ballerfragen. Dann würde ich doch schnell noch eine zwischenmachen, bis hier die nächste Live-Frage kommt. Mir geht es so, man kauft sich eine Registrierung mit Style, legt diese auf einen Stick, steckt diesen ein, alles funktioniert. Zwischenzeitlich muss man den Stick mal vom Gerät entfernen, weitere Registrationen kopieren und dann geht gar nichts mehr. Soll heißen, die Registration wird zwar aufgerufen, allerdings ohne den entsprechenden Style. Vom Dirk ist die Frage. Genau, anderes Phänomen, man ruft eine Registrierung auf, in der Registrierung wird nicht der entsprechende Style gefunden, man findet den Style aber zur Registration, wenn man es über Style aufruft und dann neu verknüpft. Tja, dieses Phänomen, es gibt eine Erklärung dafür und die heißt Mensch. Es ist definitiv so, dass das Keyboard, auch wenn es manche behaupten, kein Eigenleben hat. Das Eigenleben sitzt immer vor dem Keyboard. Und es ist definitiv so, dass ich, wenn ich keine Style gefunden wird in der Registrierung, einfach die Adresse verändert habe. Das heißt, auch wenn das jetzt meine alte Schublade ist, auf der Schublade hier sind die Styles, hier sind die Voices. Ja, jetzt die reine Kraft hat die Schubladen vertauscht. Die sind nicht mehr in der gleichen Position, obwohl auf der Schachtel vielleicht sogar außen noch die richtige Beschriftung steht, aber sie hat sie vertauscht. Das kann aber natürlich der Kollege, der jetzt hinlangt, nicht wissen und langt aus Versehen in die Styles statt in die Voices. Oder sie wurden geändert. Das heißt, der Name wurde geändert. Wird auch nicht gefunden. Sie wurden verschachtelt
in einen großen Schrank, die zwei Schubladen. Egal wie ich es drehe und wende, sie sind nicht an dieser Stelle, in der sie bei dem Moment der Registrationsprogrammierung gelegen haben. Und deswegen funktioniert es einfach nicht. Das heißt, alles, was passiert, wenn ich diesen wichtigen Knopf drücke, der da heißt Memory. Und was hier angehakt wird, wird wirklich gespeichert. Glaubt mir, es wird wirklich gespeichert, wenn hier ein grüner Haken ist. Es gibt mal das eine oder andere Fehlerchen oder Backchen in einem Keyword, aber das Thema mit den Registrationen ist definitiv zu 100% ein menschliches Problem. Mal wird, ich habe jetzt einen Registrationsumzug gemacht für einen Kunde von einem S750 auf einen SX900, genau. Und in jeder Registrierung war Ode an die Freude das Demo-Lied gespeichert. Natürlich hat der Kunde das nie gewollt, das Lied. Aber es war halt einmal der Haken bei Song dran, bei MIDI-Song. Und der wurde nie mehr weggemacht. Und dann war halt in jeder Registrierung Ode an die Freude. Und ja, das ist das sogenannte Eigenleben. Ich habe dazu das Eigenleben der Keyboards einen Thread geschrieben. Das könnte ich doch jetzt auch mal, das Eigenleben der Keyboards. Wo habe ich da einen tollen Thread? Habe ich euch extra eine Lösung davon gemacht. Wenn man sucht. Ich euch hier mal, das ist der Link. Jem-Installation, Jem-Tipp. Jem-Tipp haue ich euch mal rein. Oh, da ist eine Zwischenfrage gekommen. Sorry, da muss ich gleich nochmal zurückgehen. Auf der Suche nach einem guten Kopfhörer stehen wir ein kabelloser Funk oder Bluetooth. Kein Bluetooth. Bitte kein Bluetooth-Kopfhörer. Es gibt ein Bluetooth-Kopfhörer. Hat eine Verzögerung, das ist dramatisch. Das heißt, nicht für einen Live-Musiker, für die Anwendung audio-tauglich. Zum Live-Spielen selber. Was anderes, wenn ich per Bluetooth in den Nachbarraum rübergehe, da habe ich eh eine Latenz von so vielen Millisekunden von 20, 30 Metern. Das ist kein Thema. Ich glaube, wie war es? Ein Meter sind schon 3 Millisekunden vom Lautsprecher weg. Das heißt, ich habe da weiter Raum, da kann ich auch mit Bluetooth arbeiten, aber nicht auf den Kopfhörer. Das ist unmöglich. Kauf dir einen normalen Hi-Fi-Kopfhörer. Ich habe letztes Mal meinen Papa aus und Sony gekauft, 70, 80, 100 Euro. Ordentliches System mit ordentlichem Akku. Für mich keine hörbare Latenz und wirklich tauglich. Aber bitte auf keinen Fall einen Bluetooth-Kopfhörer. Kein Bluetooth. So, habe ich das. Dirk, du sagst danke, ich weiß gar nicht, welche Frage ich von dir. Doch, das waren die Fragen von dir, genau, mit der Registrierung. Ja, dass du dich umsonst bedankst. Ja, das Thema Registrierung, wie gesagt, könnte man jede Woche 100 Stunden machen und wir hätten noch nicht alles erklärt. Also wichtig, man arbeitet mit einer Startregistrierung, in der dürft ihr wegen mir alles anhaken, hakt alles an, was es gibt, aber wirklich nur in der Startregistrierung. Da macht der Haken so viel ihr wollt rein. Und dann ist wunderbar. Und dann ruft er auf und alles ist eingestellt. Und wenn er das einmal gemacht hat, beim nächsten Mal, tut das sofort bitte die Haken entfernen. Also alles raus, was ihr nicht braucht. Der MIDI-File-Spieler, der braucht gar keine Registrierung nach meiner Meinung, aber wenn er es wirklich will, vielleicht mache ich noch das Multibed rein. Jemand, der mit Keyboard Harmony spielt, braucht diesen Knopf noch, aber bitte nicht mehr. Jemand, der natürlich sagt, ich habe pro MIDI-File oder pro Registrierung noch eine individuelle Vocal Harmony, dann muss er es machen. Aber es gibt Menschen, die Fußpedale reinmachen oder Live-Kontrollen. Ich schwöre euch, ihr wisst irgendwann nicht mehr, in welchem Lied hat denn der Fuß welche Funktion und was habe ich denn hier auf dem Knopf aufgelegt bei diesem Lied. Ihr wisst es nicht mehr. Deswegen maximal hätte ich jetzt gesagt, das, wobei der Autosong. Ja. Je weniger, desto gut. Viele natürlich, die jetzt sagen, okay, der Chordnummer mache ich zu meinen Registrierungen dazu. Das wäre vielleicht noch für die aktuelle Anwendung, wo viele nutzen. Aber wie gesagt, Fußpedale, Live Control, Line Out, Scale, bitte, Assignable Buttons, niemals in eine Songregistrierung, immer global für euren Kopf gespeichert. So. Wolfgang, die Frage habe ich doch mal gelesen gehabt, oder? Warum bleibt die Lautstärke R1 beim Wiedereinschalten des Servers nicht gleich wie abgespeichert? Die ist nicht abgespeichert. Das heißt, es gibt
ein Startmoment, aber eigentlich ist kein definierter Startmoment, wo die Lautstärke sein kann oder muss. Das heißt, eine Registrierung oder ein Song oder ein Style, was ich auch abrufe, kann die Veränderung machen. Deswegen eine Startregistrierung mit deinem R1, 2, 3 machen, Wolfgang, und dann ist alles genauso, wie du willst und kannst loslegen. Nicht nur die Volumes, das ganze Instrument ist definiert über deine Startregistrierung, in der das drinsteht. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir noch? Dirk, wenn du dich schon bedankst, dann muss ich das nicht mehr tiefer aufgreifen. Gibt es ein Tool zum Registrationsbearbeiten? Das mache ich noch. Es gibt den Registrationsmanager YRM, den ich in meiner Softwareübersichtsseite auf genau www.genusprofi.de Tipps und FAQ. Ja, da ist genau. Ich haue euch hier den Link nochmal rein. Das heißt, wenn ihr Fragen unter der Woche habt, manche stellen da einfach die Frage, dann kann ich sie direkt auch schriftlich beantworten und dann aber auch noch erklären und zeigen hier in der Sprechstunde. Und da dürft ihr gern immer auch wieder reingehen. So. Direkt, ich muss mich noch wegen einer anderen Antwort anmelden, aber das machen wir schriftlich noch wegen Belgien. Gut, wer hatte noch eine Frage? Hat jemand natürlich, meinen Freund Charlie gehört beim Alois. Ich hoffe, ihr hört alle sonntags morgens um Punkt 7 Uhr meinen Freund Alois mit seiner Musikantenrunde, das Interview der Woche sozusagen. Das ist sozusagen die Tagesschau für Keyboarder. Also wichtig immer Alois sein schönes Ding angucken. Ich glaube, der war eh jeder auf der Welt ist eh schon Abonnent vom Alois. Und jetzt habe ich gerade schon den Link von meinem YouTube, erinnere ich mich gerade dran rein, weil die Gabi hat sich beschwert. Hallo Gabi, sorry, aber ich verrate jetzt, dass du keine Erinnerung von Facebook bekamst für die letzte Sprechstunde. Klick abonnieren und ich hoffe, dass es dann funktioniert, dass du informiert wirst. Und ich mache ganz selten außer der Reihe was. Oh! Der Schlagerbursche kommt. Oh, pst, der Alois hat gerade gepetzt. Am Sonntag kommt der Schlagerbursche. Auch ein, das darf ich ruhig sagen, auch ein freier Mitarbeiter von mir und ein Scout, der Keyboardern vor Ort hilft. Ein ganz lieber Mann, der oberfit ist natürlich. Das heißt, wenn ihr irgendwo in der Pampa, hätte ich jetzt was gesagt, oder irgendwo seid, wo wenig um euch rum ist, ich habe eigentlich Helfer überall und sehr viel kompetente Leute wie Schlagerburschi, Alois, egal wie sie alle heißen, helfen auch mir, wenn ich nicht immer überall vor Ort sein kann oder helfen kann. Das heißt, wenn Fragen sind, jetzt kam gerade eine Frage vom Alois wieder zu mir rein die Woche, genau, hat einer gesagt, er möchte so gern das Alpenpaket auf dem Tyrus 5, auf dem Tyrus 5, und Tyrus, doch auf dem 5er genau, oder auf dem S, ich weiß schon gar nicht, wie viel im Keyboard, auf alle Fälle, natürlich das Uralbenpaket ist vom Tyrus 2 und das ist hochkonvertiert worden und läuft eigentlich auf allen Kisten. Wer da Fragen hat, gegebenenfalls einfach an mich melden. Der Welgi, genau, Grüße an der Welgi, dem haben wir das jetzt tatsächlich auch hinbekommen, dass er sein gutes altes Alpenpaket hat. Es gab ja verschiedene, aber ihr wisst schon, das Uhr mit den schönen Alpenglocken und wie das alles hieß. So, gut, dann wissen wir das jetzt auch, was am Sonntag beim Alois passiert. Wer hatte noch eine Live-Frage? Hat noch jemand eine Live-Frage hier? Was darf ich noch erklären? Spickel nochmal schnell, dass ich keinen vergesse. Oh, hier war noch eine Frage. Moment. YAML-MIDI-Files installieren. Genau, der Ralf fragte, wie ist das mit dem YAML, wie kann ich MIDI installieren oder MIDI-Files? YAML, Premium-Pakete, Voices, Styles, keine MIDI-Files. MIDI-Files völlig unabhängig. Das heißt, die zwei Sachen haben nichts miteinander zu tun. Du verarbeitest bitte mit einem USB-Stick, auf dem dein ganzes System ist. Hier ist alles drauf, was man fürs Keyboard braucht. Mit dem gehst du ins Keyboard rein und das sicherst immer mal wieder auf dem PC und auf dem zweiten oder auch auf dem dritten USB-Stick. Aber einfach die MIDI-Files drauf, rein und geht sofort ohne Probleme, ohne dass man irgendwas
Yem brauchen oder egal, wir brauchen nichts, wir brauchen nur diesen Stick. Und da ist deine Struktur drauf mit deinen Ordnern. Die Ordnerstruktur hast du entweder bei der Hydro und Dolde runtergeladen oder du hast die Struktur von mir. Ich habe die, nutze die gleiche von der Hydro und habe noch ein paar Ordner ergänzt. Und dann findet jeder alles. Und es ist keine Sucherei, sondern Spielen mit Spaß. So. Da kommt noch Altenberg geht. Ja, genau, Karl-Heinz. Das alte Alpenpaket geht auch auf dem SX900. Schreib mir eine Mail, lieber Karl-Heinz, und dann kriegst du genau wie der Welgi auch das schöne Alpenpaket für das SX900. So, jetzt geht es hier oben gleich nochmal weiter. Was, wer hat mir einen Heiratsantrag gemacht? Ach du Güte, ja genau. Der Welgi wollte ein Kind von mir. Ich habe gesagt, wir wissen nicht, ob wir das hinbekommen, aber der wollte mich schon heiraten, genau. Ich hoffe, dass der Karl-Heinz genauso glücklich wird, weil Karl-Heinz, ich kriege das hin. Wie gesagt, ich habe es beim Welgi geschafft, das schaffe ich auch bei dir, Karl-Heinz. Du hast eh noch was gut, weißt du. Ja. Gut, also niemand verraten, aber sie kriegen alle ihr Alpenpaket. So, was haben wir denn noch? Ich setze bei jeder Registrierung den Haken bei Pedale. Ganz einfach mit meinen zweiten, manchmal einen Break und manchmal einen Filled Self, wenn du das weißt. Ich finde es Horror, Norbert, weil irgendwann weißt du nicht mehr, was macht jetzt das Pedal. Und wenn das Pedal die Funktion kriegt, eine Registration weiterzuschalten oder was auch immer, und auf eine Funktion kommt in der Registrierung, wo es eine neue Pedalfunktion hat, das ist einfach, wie sagt der Dings, ja, kriminell. Mag jeder machen, wie er will, aber ich finde, man sollte ein paar Parameter wie Knöpfe, Drehregler global nutzen, dass ich immer weiß, hier kommt immer der Mixer, hier kommt immer das Core, immer das, egal welches Lied ich nutze. Wenn ich Piano Solo spiele, dann muss mein Pedal ein Sustain sein, ganz klar. Und klar, wenn einer sagt, ich orgel, dann will ich Leslie schnell langsam. Aber das sind wirklich extrem Ausnahmen und ich muss ein globales System eigentlich durchhaben. Da mache ich lieber eine Registrierung, die heißt Piano Style spielen oder Orgel Total, wo ich Leslie dann wirklich noch anfahren lasse. Aber ich werde es nie und nimmer in eine Registrierung machen. Also wenn ich nur 3, 4, 5 habe, wo ich weiß, es sind nur die, aber wenn ich 300 Registrierungen habe und 30 sind so, 20 so, 50 anders, das ist ja Nervenzusammenbruch garantiert. Oh, die Hydron, hätte es fast gesagt, der Schlingel, ne? die hat auch das auf das Alpenpack auf dem SX900, ja, ja. Gut, also, dann haben wir mal die Alpenpakete auch noch durchgemacht. Ja, dann hätte ich jetzt gesagt, was sagt denn die Zeit? Ach, wir hätten noch die eine Frage, MIDI-Files habe ich noch beantwortet. Pakete. Genau, sollten hier jetzt zufällig Leute am Rohr sein, die zum Beispiel einen Genus haben und noch nicht den Volumenschutzsticker haben. Wenn sie unten das reinschreiben in die Bemerkung bei mir hier oder mir eine Mail schicken, dann schicke ich den kostenlos raus. Machen wir einfach mal wieder eine Sticker-Promo. Wer den Volumenschutzsticker fürs SX nicht hat, Dito, kurze Mail an mich, dann haue ich die raus. Was haben wir noch? Jetzt mal eine totale Werbestunde. Werbung, Werbeblock mit Frank. Wer per Funk MIDI übertragen möchte, ohne Stress und mit viel Spaß, dem empfiehlt der Frank den VT Master. Kostet 55 Euro, wenn er es richtig weiß. Reinstecken und geht. Es gibt eine tolle Anleitung von einem Kunden für Android-Systeme und iOS, wichtig, iOS 14.3 funktioniert prächtig, einstecken und geht. Da kann man wunderbar so tolle Tools wie Chord Tracker, eigentlich mein absolutes Lieblingstool, um Lieder zu harmonisieren, ins Keyboard reinhauen und ist glücklich. Wer es braucht, bitte Meldung an mich, schicke ich raus, habe ich noch da. Gut, Werbeblock, kommt noch eine Frage? Oh ja, da kommt eine Frage, stopp mit dem Werbeblock. Ist das für ein Fehler, der beim T3 kam? Beim Utkommen habe ich noch nie gehört. Kommen heißt ja eigentlich Gesamtheit. Ich hätte gesagt Datenproblem oder wenn wir ganz viel Pech haben, kann es auch ein Mainboard-Problem sein natürlich.
Bitte da mal gucken, ob es datenverfolgbare Fehler sind, sprich, wenn ich immer das Lied in dieser Folge mache oder die Registrierung oder ob es was Dauerhaftes ist, aber ein Common-Fehler ist eigentlich kein so gutes Zeichen. Da müssen wir mal gucken, ob das Board da was hat. Mein Tipp ist erst immer ohne Festplatte hochfahren, ob es dann funktioniert, dann die eventuellen Registrierungen per USB-Stick abrufen, ob das funktioniert, dann weiß man, der Harddisk-Controller ist nicht defekt, die Festplatte ist nicht defekt, mal in dem Bereich. So, der Norbert kriegt schon mal das Sticker. Widi geht auch mit Songbook Plus und mit iPad, mit der 14.3-Version. Danke, lieber Alex. Ich habe ja mit Matthias Baum, mit dem Chef von Songbook, auch Korrespondenz. Der war glücklich, als ich ihm schrieb, dass die Versuche erfolgreich waren und dass das jetzt funktioniert. Der hat, glaube ich, auch Kreuzzeichen gemacht, weil wenn die Musik jetzt draußen wieder auftreten wollte und ihr Songbook Plus nicht gehen würde, das wäre natürlich fatal gewesen. Deswegen dank 14.3 funktioniert es tadellos. Das Problem der Pedalbelegung ist ja quasi die, dass nur ein Pedal anzuschließen geht. Man kann unendlich viele Pedale anschließen, die theoretisch MIDI-Signale schicken können, denen ich was zuweisen kann. Aber die haben ja nur zwei Füße. Und ich bewunderte schon immer die Fußballspieler, aber auch die, die mehr wie drei Pedale unten haben. Wir haben nicht die Möglichkeit, immer zwei Pedale mindestens, wenn es nicht ein Basic-Instrument ist. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, zwei Pedale zu programmieren. Wobei im Normalfall einer ein Volumen ist und der zweite ein Drücker. Aber ich kann auch zwei Drücker programmieren. Das heißt, ich kann das nutzen. Und per MIDI kann ich natürlich extern auch ja, mehrere noch programmieren lassen, die ich per MIDI auf Parameter dann einfach als MIDI-Noten schicke. Und die Note löst dann ein Parameter aus. Da wäre die Frage, was für ein Keyboard du hast und wie viele Pedale du brauchst. Lösungen. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Aber da helfe ich dir gern. Bitte informier mich, Verona. So. Mal eine Frage zu dem Pedal. Kann ich bei jedem Song eine andere Funktion? Ja, lieber Wolfgang, das kann man, aber das empfehle ich nicht, weil wenn du 20 Lieder gespielt hast, weißt du nicht mehr, was beim 21. die Funktion ist. Unterstelle ich mal. Ich wüsste das nicht. Deswegen hätte ich gesagt, kann liedorientiert natürlich sein, wie gesagt, Piano ist da jetzt ganz klar Sustain, da darf ein Pedal nichts anderes machen. Beim Klavier gibt es kein anderes Pedal, außer Sustenut und den Dämpfer, den ich jetzt mal ausklammere. Aber deswegen empfehle ich, solche Sachen nicht in die Lieder zu machen. Wer es will, macht's, aber schimpfe nicht, wenn ihm einfällt, er will jetzt doch eine andere Funktion auf das Pedal haben, dann muss er halt alle 300 Registrationen ändern. Dann ist wieder der Memory-Knopf komplett abgenudelt, die Beschriftung nicht mehr lesbar. Ich sehe das ja gleich, wer so Totalregistrierer ist. Die Knöpfe verzeihen nichts. Und mein Auge ist da geschult. Gut. So, habe ich noch was? Werbeblock. Habe ich da noch schön den Werbeblock rein. Tausend Dank wieder für die Unterstützer, auch letzte Woche wieder, die immer mal wieder was spenden. Wie gesagt, keine Verpflichtung, aber ich freue mich trotzdem und sage Dankeschön. Und wer schönes neues Keyboard möchte, mit Paketen drin bis zum Gehtnimmer, egal, SX900, Genius, haue ich raus. Wer mal einfach auch upgraden will und sagt, Mann, ich habe noch ein schönes Keyboard, aber ich hätte doch gerne ein neueres, bitte melden bei mir. Ich mache fast alles möglich. So. Der Norbert macht das. Also genau, ihr zwei, ihr macht das bitte. Und wenn dann irgendwann einer Nerven kriegt, weil er sagt, ich muss alles wieder ändern, weil ich die Pedale im Song drin habe, dann helft euch gegenseitig und ich bin raus. So. Den angekündigten Link von dir. Jetzt habe ich natürlich Links versprochen ohne Ende. Puh, das war wahrscheinlich was. Es waren die Free Packs, habe ich doch gesagt gehabt. Ja, man hat natürlich wieder die Linksseite geändert. Ich hau nachher rein. Ich finde ihn nicht. Ich habe ihn ja heute schon mehrfach in den Fingern gehabt. Ich meine den Link, meinst du? So, wer da Link kommt, ich habe ihn doch aber hier schon überall gepostet. Moment. Die Programme zum Online-Üben heißen übrigens das Jamkasan und das Duzu. Aber wie gesagt, die sind alle gerade im Aufbau. Deswegen, da mache ich sicher separat mal noch Info dazu. Aber jetzt haue ich dem einen noch den Link raus, wenn ich schon sage, dass ich ihn raushaue.
muss ich das auch machen. Und zwar habe ich ihn doch hier reingehauen. Vielen Dank hier auch an der Michael Tromeus aus dem Keyboard-Treff-Forum, der festgestellt hat, dass tatsächlich der Link veröffentlicht wurde. Und der Yamaha News war er nicht. Aber dann habe ich da endlich können wir das Ding runterladen, ohne dass ich jemand wieder da einladen muss, im Shop einloggen muss. Das war ja ein bisschen nervige Sache, wie ihr alle wisst. So. Und wo habe ich es? Wenn man sucht. Wahrscheinlich ist nachher jemand schneller wie ich. Ich weiß es genau. So. Und wo habe ich es? Ich habe zu viel die letzten Tage in den Foren die Sachen reingeschrieben. Ah, oh, ist das schlimm. Ja, ihr merkt, schlecht vorbereitet. Oh, da mache ich noch nebenher die andere Frage. Der Link kommt auf alle Fälle. Ich spiele ein Style, möchte dann das MIDI ab Takt 45. Das Style wird automatisch gestoppt. MIDI läuft, möchte aber, dass der Style weiterläuft. Die Banausen und Tour. Warum stoppt dein Style? Wenn in dem MIDI-File keine Parameter drin sind, die ein Reset machen, stoppt der Style nicht. Guck mal, was in dem MIDI-File ist. Ich nehme mal ein anderes MIDI-File. Der Style muss weiterlaufen. Hätte ich jetzt gesagt, das darf nicht sein. Die offene Tür der Homepage, genau. Da könnt ihr immer zur geraden Stunde reingehen und gucken, was es da Schönes an Gesprächen gibt. Gibt immer Futter, dass einer sagt, manch, ich habe eine Frage oder über Gott und die Welt wird da diskutiert. Also nicht nur über Keyboard. Einfach auf musicando.de und da könnt ihr reingehen. So, wo ist der Link, den ich gehabt habe? Es ist furchtbar, wenn man den Link nicht gleich speichert. Ich liefere es nach, ich sage es, ich habe es unten auf einem anderen Rechner, mit dem ich die ganzen Downloads auch mache, der Link kommt. Ich hätte jetzt gesagt, ich ziehe mich trotzdem hier raus und haue nachher den Link hier noch in die Beschreibung unten rein. Werner, sorry, aber kommt auf alle Fälle. Gut, hat noch jemand was, außer dem Link, den ich noch mache? Sonst hätte ich gesagt, haue ich mich raus. Ich würde einfach fragen, last call. Nochmal heimlich noch den Link, ob ich nicht doch gleich hier habe. Ich habe ihn in 100 Gruppen geteilt, aber wenn man es dann sucht, findet man es nicht. So, ihr seid alle noch da, ich bin auch noch da. Ja. Ich gucke immer noch nach dem Link, ist es. Wenn man ihn sucht. Ja. Da kann ich euch das mit dem Link zum Einladen haue ich nochmal rein. Ach, da ist er. Wie von Geisterhand. Danke, Alex. Hier ist der Link zum Downloaden der Pakete. Sogar mit noch einer langen URL noch hinten dran. Ralf, die Frage von dir noch, die nehme ich noch mit. Danke, Alex, für den Link. Wie gesagt, hier jetzt downloadbar. Die Pakete, laut Michael, war am Anfang ein paar ZIP-Fehler drin. Das heißt, je nachdem, was für ein Packprogramm ihr genommen habt, gab es Probleme. Aber seither habe ich keine Fehler mehr gehört bei dem komplett downloadbaren. Das heißt, ihr wählt einfach euer Zielinstrument und lädt alles runter und haut die in den YEM rein. Und für den YEM habe ich euch doch hier den wichtigen Hinweis, dass ihr die Adressierungen beachtet. Ich habe extra Grafiken reingemacht, dass er es nicht alles kaputt macht, was ihr bis jetzt schon drin habt. Die heißt Adresse des Links kopieren und hier einsetzen. So. Unten habt ihr jetzt YEM-Tipp-Link. So. Dass ihr das einfach seht mit der Adressierung der LSBs. Gut, keine weitere Frage mehr. Doch, Ralf, wo kommt sie, die Frage? Ralf? Ich würde deine Frage noch abwarten, wenn du schon so lieb schreibst, dass noch eine kommt. Aber dann muss sie auch kommen. Und wenn sie hast, dann versuche ich sie zu beantworten.
Meine Frage oben. Ach, du hast es schon geschrieben gehabt. Sorry, Ralf. Die Banausen-Antour, das ist mein Fehler. Zum Nehmen, Pakete, die das SX kompatibel sind, können zum Teil nicht im Keyword gespeichert werden. Ist das ein Fehler? Die kompatibel sind, müssen im Keyword einladbar sein, aber die Kapazität natürlich ist vielleicht für mehrere gleichzeitig nicht drin. Das vermute ich, aber die müssen natürlich laufen, ganz klar. Die sind ja fürs SX 600 auch optimiert. Das war die Frage, die ich gerade vorhin, überlesen hatte. So. Horst, das freut mich, dass dir es gefallen hat, mir auch. Auch wenn ich zwischendurch eine Linksuche eingebaut habe. Ja, dann hätte ich gesagt, die Damen, die Herren, bleibt mir alle gesund. Stellt tolle Fragen, steht pünktlich am Sonntag um 6.59 Uhr auf, dass er um 7 Uhr bei meinem Freund Alois die sonntags morgens um 7 Session nicht verpasst. Wenn ihr die Woche noch Fragen habt, melden. Der ein oder andere hat noch private Sprechstunde bei mir gebucht. Bitte einfach auch nochmal anrufen. Terminieren wir natürlich dann einfach gerne. Das heißt, dann zeige ich euch in eurem Keyboard, was ihr wie machen wollt. Und wer mit Mjem nerven lässt oder Angst hat, dass er seine ganzen Registrationen zum Abkacken bringt, weil er sie auf falsche Adressierungen setzt beim neuen Einladen, meldet sich bitte bei mir vorher, bevor nichts mehr geht. Dann kann ich das planen und gut strukturierten Einladen, Updaten, alles machen. Aber wenn ganz viel schon runtergespült ist, dann kann ich es auch nicht mehr aus dem Klo hochholen. Deswegen bitte denkt vorher mit, bevor ihr irgendwie Sachen macht. Wenn ihr denkt, ich bin unsicher, dann ruft man lieber nochmal an oder schickt eine Mail. Ich kann euch dann sagen, ob es überhaupt notwendig war, eine Unsicherheit zu fühlen. Aber wenn ihr sie habt und sie war wirklich da und berechtigt, dann ist nicht schlecht, wenn man vorher weiß, dass nachher nichts mehr geht oder dass man vorher weiß, dass nachher wieder alles geht. Ja, dann würde ich sagen, Silvesternacht um 1, ach du Güte, um 1 morgens meinen die wahrscheinlich, einen guten Rutsch, genau, allen miteinander wünsche ich auch einen guten Rutsch, bleibt mal gesund und wie gesagt, macht mal schön Musik und ja, bis zum nächsten Mal, Montag ist Montag, da wird nicht, wird nicht der 1. Januar sein, oder was ist heute? Oh, egal, Montag, ich bin da, Montag 18.30 Uhr, Sprechstunde mit Frank, macht mal's gut. Danke für euren Support. Tschüss. Bis demnächst. Bye, bye.